Acer hat auf einem Event in New York eine ganze Reihe neuer Produkte vorgestellt, darunter vor allem Tablets und Hybridgeräte, mit denen das Unternehmen dem angeschlagenen PC-Geschäft begegnen will. Das Aspire Switch 10 ist in erster Linie ein Tablet mit 10,1 Zoll Display, das aber per Magnet an eine Tastatur angedockt werden kann und so zum Laptop wird. Die Besonderheit: Das Display lässt sich auch andersherum andocken, um beispielsweise Filme anzuschauen oder komplett auf die Tastatur klappen. Angetrieben wird das Switch 10 von einem Intel Atom 4-Kernprozessor mit 1,3 GHz und 2 GB RAM. Die Auflösung beträgt 1366x768 Pixel. Als Betriebssystem kommt Windows 8.1 zum Einsatz. Das Hybridgerät wird Ende Mai in Deutschland in den Handel kommen und 349 Euro kosten. Acer bietet außerdem eine optionale Tastatur mit zusätzlichem Speicher an. Deutlich günstiger werden die beiden Android-Tablets Iconia One 7 und Iconia Tab 7 zu haben sein. Beide verfügen über ein 7-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1280x800 Pixeln. Das Iconia One 7 ist mit dem älteren Intel Atom Z2560 Zweikernprozessor für alltägliche Aufgaben gut gerüstet, für anspruchsvolle Spiele allerdings nicht. Als Betriebssystem kommt Android 4.2 zum Einsatz. Das Iconia Tab 7 ist dagegen mit einer 4-Kern-CPU von MediaTek und Android 4.4 ausgestattet. Außerdem ist es UMTS-fähig. Beide Tablets sollen ab Mitte Mai erhältlich sein. Das One 7 wird zum Preis von 139 Euro in den Handel kommen. Das Iconia Tab 7 soll 149 Euro kosten. Außerdem kündigte Acer einen Fitness-Tracker an. Das Liquid Leap genannte Gerät ist ähnlich wie die Gear Fit von Samsung eine Mischung aus Fitnessarmband und Smartwatch, überwacht also körperliche Aktivitäten, zählt Schritte und zeigt auf dem integrierten Display eingehende Nachrichten oder E-Mails an. Weitere technische Details zum Liquid Leap liegen allerdings bislang noch nicht vor. Auch zum Marktstart und zum Preis äußerte sich Acer bisher nicht. Auf dem Event in New York stellte Acer darüber hinaus 4 neue Laptops und 2 All-in-One-PCs vor. Aufgrund der immer weiter zurückgehenden PC-Verkäufe setzt Acer jedoch verstärkt auf Smartphones, Tablets und andere Geräte, um die sinkenden PC-Verkaufszahlen auszugleichen.